Ich bin gerade auf den imperialen Clipper geritten. Was? Ja, weil der plötzlich von unten kam und dann konnte ich mich nicht mehr lösen, weil ich bei dir zwischen der rechten Düse war oder wie auch immer ich das nennen soll und dem Hauptcockpit. Der hat mich einfach geschoben. Man hat nur das Bersten vom Metall gehört. Ja, für den Walsch habe ich jetzt auch nichts bekommen. Diese böse Clipper klaut uns das weg. Ja. Jetzt habe ich 9000 gekriegt. Ich habe gar nichts bekommen. Das ist der letzte. Oh, die arme Viper. Der kann noch gehen, wenn er will. Ja. Irgendwie leckt der Server wieder an der Ecke. Für welche Seite kämpft ihr? Die erste. Ja, ich glaube, hier ist echt einfach zu viel los. Das fällt dir jetzt erst auf. Also ich kriege auch keine Kohle mehr raus, weil ich glaube, einfach viel mehr Leute Schaden auf den machen. Als ah, doch, jetzt habe ich mal Belohnung bekommen. Ach, jetzt kommt wenigstens mal wieder ein Haufen an. Und ich werde direkt von zweien angegriffen. Alle auf dem Fuß. Eine Python greift mich an, okay. Ich kann kurz abhauen. Das war's mit meinen Schilden. Oh, eine Vibe. Noch was. Oh, kack, danke. Ich hab sogar noch dafür Kohle bekommen. Da schießt er noch einen auf mich.
komm her, du dämlicher Igel. Das warst du. Jetzt gibt es einen noch die Viper, die mich die ganze Zeit geärgert hat. Also es macht definitiv jetzt mehr Spaß, zusammen unterwegs zu sein. Und auch mehr Sinn. Vor allem mehr Sinn. Wenn man nicht gegeneinander fliegt. Richtig. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Der wird nicht mehr so schnell ausgeblendet. Vulture aktiv. Greift mich an. Mal auf. Man hat das Gefühl, man kriegt wirklich besser Geld als Kopfgeld. Das Kopfgeld, ja. Das schon 22 Stunden natürlich ein bisschen runtergekommen. Ja, die Bezahlung ist beim letzten Patch alle erhöht. Meist verdoppelt sogar. Mein Punkt 3, 800.000 Euro.
Panda braucht halt Platz. Ich kann das nicht immer sehen. Habe ich 2500 bekommen für den. Ja. Weil so viele auf den rumgeballert haben. Da sollten wir einfach mal in ein heftiges Kampfgebiet reingehen. Da gibt's dann bestimmt auch Anacondas, die gegen uns kämpfen. Ich spiele mit Joystick, mit dem Mad Catz Fly 5 Flight Stick, also in günstig spiele ich. Ich habe günstigen Spaß. Ja, weil ich über Facebook heute auch nochmal gefragt wurde, was für ein Joystick ich benutze. Und ich kann den ja auch nicht empfehlen. Warum beschießt mich eine Anaconda? Hä, gibt's da echt Anacondas? Es ist ein Spiel. Böses, böses Spiel. Twitch-Mail erhalten, bitte im Geheimen lesen. Das wird schwierig, während ich gerade streame. Außer ich krieg's jetzt gerade hin. Oh, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir's anders gesehen. Nee, nee, seht ihr nicht. Ich hab's gerade noch so hinbekommen. Man könnte jetzt gleich nur einen anderen Stream hören. Das ist auch toll. Sind nämlich schon wieder irgendwelche Master Finals irgendwas am Laufen, sehe ich. Die Server lagen heute wieder wie Sau. Das liegt daran, dass Puff streamt. Das ist immer so. Richtig, dann ist immer alles im Eimer. Ich jag immer die Twitch-Server kaputt und auch die Elite-Server. Heißt das immer, das Abschießen wird's besser? Nee, umso mehr Spieler wir den Spaß verderben, umso besser wird's. Piep. Man kann jetzt wohl als Bounty Hunter effektiver Geld machen, Raw. Weil die Bounties erhöht wurden.
Ja, hier scheint schon ein bisschen mehr los zu sein. Was mich nur ein bisschen stört, dass wenn ich nächstes Ziel anvisieren will, nur die Annäherungsminen reinkriege. Ich bin gerade ein bisschen unpraktisch, ja. Und mein Rechner pfeift ein bisschen aus dem letzten Loch durch den Stream gleichzeitig. Dankeschön, Warzone. Dieser ASP-Abschuss ist für dich. Wenn ich es überhaupt noch hinkriege gerade. Ja, Rep-Kosten mussten auch gesenkt werden, Kalistra, weil vorher konntest du ja mit keinem hochklassigen Schiff fliegen, weil du eigentlich das Geld nochmal brauchtest, um das komplett zu kaufen. Die waren ja echt viel zu kostenintensiv. Die Leute haben sich größere Schiffe gekauft, um den Hangar zu belassen. Epische Musik. Target destroyed. Gibt's hier kein größeres Schiff auf der Feindseite als eine ASP? Ernüchtern. Sprit ist auch günstig geworden, weil die Mooren wieder Öl liefern. Ich glaube nicht, dass wir mit Öl fliegen. Wasserstoff. Aus Öl kannst du alles machen. Wasserstoff.
Bäm, hat er abgeschmutzt. Hat er einfach gesagt, ich habe abgeschmutzt. Habe ich aber nicht abgeschmutzt. Was machen eigentlich die ganzen Annäherungsminen hier? Die irritieren meine Sensoren. Ich würde sagen, die fliegen da ein bisschen hoch. Die Idee geht bis zum Streamende, ja, weil das heute ein reiner Elite Dangerous Stream ist. Das hatten wir im letzten System auch, beziehungsweise im letzten Kampfgebiet. Und ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wenn alle Dealer werden. Dass wir überlegen sind gerade, oder? Ich glaube, das heißt, dass jemand von uns jemand anders angeschossen hat. Weil glaubst du? Bei mir ist das noch gar nicht passiert. Ja, wo du das eine Schiff angegriffen hast, womit ich jetzt finden geschossen. War das Schiff auch lila, was du geschossen hast? Also das Schiff, was bei mir gelb war, war bei dir rot und auch was bei mir lila. Das war jetzt scheiß komplex. Da ist eine Anaconda. Experte 6 Kilometer entfernt. Sind immer noch 9000 nur für mich? Ist es mal, dass wir das hier alleine machen? Richtig. Da kriegst du trotzdem nur 9000. Weil am Ende drauf schießen. Weil mal StarCraft 2 kommt, ich hab's im Stream gesagt, es kommt mal, ne? Also morgen nicht. Ich denke mal nächste Woche. Cobra MK3 verfolgt mich. Target Shields online. 2666 Belohnung. Ich bin ja lustig, dass die wirklich einfach nur hinterlegt haben, als Formel, dass das einfach geteilt wird durch 4 oder so. Nicht, dass du irgendwie im Geschwader, irgendwie so einen Geschwaderbonus kriegst oder so ein Kram. Wodurch, dass dann halt vernünftige Werte rauskommen.
und halt nicht diese ganzen Periode Kommazahlen. Da verliert man nur Geld bei. Das ist schrecklich. Richtig. Wir haben alles besiegt. Nein, das sind nur ASP. Wir haben alles besiegt da, wo ich bin. Du hast bloß keine Sicherheit. Das ist einfach rausgeflogen. Masse macht's. Guck mal, du musst nur 100 Stück abschießen für 350.000. Aber noch ein bisschen was vor uns. Ich muss sagen, in dem anderen System wurde man besser bezahlt. Da oben auch besser bezahlt. Na gut, da haben wir auch fast keine Abschüsse gekriegt. Ich hab gut Abschüsse bekommen. Ja, allein rumfliegen. Wir können ja auch zum Abbaugebiet fliegen. Ich glaube, da ist hier mehr los. Anaconda, ja. Vor allem muss man da immer neu scannen. Ich kann so gut drauf heißen. Ja, aber es kann halt sein, dass du Anacondas kriegst da vor Ort und die sind halt einiges wert. Hier ist eine. Ja, achso, ja, aber hier sind die ja nur 28.000 oder 27.000 wert. Ja, ja, ich merke das gerade. Er hat bestimmt genug Geld. Hat er immer genug Geld? Der hat überhaupt kein Geld. Richtig, ich bin total blank. Der hat nicht mal 1 Million auf dem Konto. Oh. Oh, Mann. Irgendwann sollte ich nicht so planen. Kampfbelohnungen sind aber trotzdem noch viel zu niedrig. Bei Handel kommen sie immer mehr rein als bei Da wirst du so ein Risiko beim Handel für. Nö, wenn du was kommst, wird's weggeblasen. Ich hab doch trotzdem mein Kampfschiff. Ich hau mal ab. Sei denn Anaconda mein Star, dann mach ich schon Fliege natürlich. Ne, die kommt doch nicht. Kommt aber nicht in der Ausgang zu haben. Jetzt mit dem Wing-Update kann man ja sowieso anbenehmen, man hat halt zwei Händler dabei, der kriegt dann von jedem, den er beschützt, halt Geld mit dran bekommen. Hey, flieg doch nicht weg! Doch, ich flieg grad weg, ich muss andocken irgendwo und mich mal reparieren und ein bisschen gucken. Dir. Mich braucht man nicht. Ja,
Wow, what the fuck? Eine Igel! Ach, schön, dass hier keine Polizei ist, die einen scannt. Sag's nicht, sonst kommt die noch. Was, wenn die hier hinkommt? Ja, dann schieß ich sowas von ab. Als Föderation ist mir sowieso scheißegal. Richtig. Die mag mich sowieso nicht. Ich muss irgendwann mal probieren, so eine kleine Station auseinanderzunehmen. Fortschritt hinbekommen. Der hat doch gar kein Leben. Bin ich doof? Das ist doch gar nicht der... Ach. Der hat keine HP. Das ist doch gar nicht die richtige Systemansicht, oder? Ach doch, da ist Night Dog. Ist aber unabhängig. Kannst du mal sagen, ob du ein Schwarzmarkt bist oder nicht? Nee, ich fliege zum Cavendish Ring. Egal, du kannst es trotzdem mal sagen, ob du ein Schwarzmarkt bist oder nicht. Weil der Föderation angehört. Oder, ach komm, scheiß drauf. Okay, ich muss jetzt kein Kopfgeld einsammeln, ich habe noch genug Geld. Du kannst doch das Ding jetzt da trotzdem abgeben, theoretisch. Weiß ich nicht. Das reicht, wenn du in dem Sektor bist. Bist du theoretisch. Freelancer, mach's kaputt. Hast du genau die gleiche Bewaffnung drauf wie ich? Strahlende Laser, bloß keine Munition verbrauchen, also die muss man ja bezahlen. Ne, die großen hast du Strahlen drauf, oder was? Diese Strahlenlaser. Ja, die kleinen sind Impuls. Genau. Genau so hab ich so. Ich bin sehr geizig, was Munition angeht. Ausnahme die Schildbooster, die sind, sagen wir mal, notwendig. Das ist ein Lacuna. Ja, die kriegen wir nicht mehr. Ich glaube, ich weiß wieder, warum ich mit Performance so ein paar Probleme habe. Ah, ne, doch nicht. Ah, jetzt könnte auch nichts sein. Happy Müllort. Wo ich mal für den Stream ein bisschen runtergehen. Weil meine CPU leider ein bisschen ausgelastet ist bei der Sache immer. Neuen Rechner. Brauche ich auch. Aber das lohnt sich nicht. Vor allem kostenmäßig ist das im Moment wirklich nein. Proof eine Woche Stream für einen Rechner. Ja. Die Sache ist die, für Livestream würde sich halt lohnen, dass du ja zum Beispiel einen 6-Kern nimmst von Intel. Also bin ich bei 330 Euro für den. Dann das neue Motherboard zahlt nochmal so 250 bis 300 Euro. Dann kommt noch der Arbeitsspeicher, zahlt nochmal 250 Euro. Und dann werde ich wahrscheinlich ein neues Netzteil noch brauchen. Und zahlt halt nochmal so 100 Euro. 750, 850 Euro. Schnäppchen. Ich habe genug Slots, deshalb habe ich einen Autopilot drin. Vor allem bin ich gerne am Reden, während ich lande. Und du kannst dich gut landen. Richtig. Ich kann voll gut landen. Ja, dann mach's mal. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wie einparken. Man könnte ja in den Slot Frachtraum einbauen, aber das wäre ja Quatsch. Proof handelt ja nicht. Ne, ich handel ja auch nicht mit meinem Frachtraum. Also, hier ist kein Schwarzmarkt. Rein. Stopp doch mal, du Spitze.
Hallo CJ. Macht der Plasmabeschleuniger eigentlich mehr Schaden gegen Schilde oder gegen Hülle? Plasma ist totisch beides. Die Plasmakanone meinst du? Ja, Plasmabeschleuniger Teil. Gibt's ja jetzt auch für in groß, mehr nur in mittel und riesig. Ja, wie schon sagt, eigentlich gegen beides, aber eher mehr Hülle, würde ich sagen. Beschreibung im Wiki ist ja lustig dazu. Die großen werden benutzt, um Planeten zu bombardieren. Ich verzichte auch mal auf Munitionswaffen. Würde ich vielleicht nicht mehr. Ah! Weil mit der Cobra könnte es leicht sein, dass du die ganze Zeit keine Energie hast. Ja, ich weiß, Energie ist so ein Problem bei mir noch. Weil da du noch nicht mal das große Kraftwerk drin hast. Das zweitgrößte ist drin. Klaut ihn die ASP. Komm, aua. Er darf sie nicht kriegen. Was? Meine ASP. Ach, verdammt, jetzt habe ich dich getroffen. Das ist doch nicht wahr. Moment. Nein! Ein Teil nach. Ja. Wo ist es? Modultyp. Du und dein fettes Scheißschiff, ja. Hm, genau du. Nicht so fett. Das ist schlank und elegant. Nee, das ist fett. Das ist nicht. Es ist wohl. Und ich finde es total hässlich. Also zumindest das Cockpit. Ja, kein mein. Ich brauch. Das wenn bringt das so nix. Wenn man das sieht, dann denkt man sich, warum ist das Schiff für zwei Leute ausgegeben? Heißen die Raumschiffe wie Schlangen? Auch. Nicht alle, ja. Ein paar. Imperialer Clipper ist die schönste Schlange der Welt. Der Clipper sieht aber immerhin besser aus als das föderale Abwurfschiff. Horst. Nein, finde ich nicht. So klobig aus der Teil. Es ist ja auch ein Frachter. Ja und? Du hast da so ein Luxus-Liner-Schiff. Nice. Das ist. Das ist auch noch verdammt schnell. Ist halt ein Schiff mit Stil. Das Cockpit ist trotzdem hässlich. Nein, das ist nicht. Ist das wohl? Nein, das ist nicht. Ja, ich kann nicht mehr machen. Wer bist du? In der Flotte. Er macht dich schießen, also. Nein, du wirst doch vom Puff gebannt. Hat er schon mal gemacht. Da hast du auch verdient. Richtig. Sollen wir War Thunder spielen? Ich hab einen neuen Panzer. Das Schiff ist nicht so fett. Mann. Stirb, da. Du Sau. Euro 13.000. Ich helf dir. Nein, das ist viel zu weit weg. Boah, ist das echt 1800 Lichtjahre? Lichtsekunden, Entschuldigung.
Weiß auch nicht, ob morgen Vossana kommt, Super Brownie. Regt sich der Pool nun so wieder auf? Ich reg mich überhaupt nicht aus. Nee, muss nicht. Was denn mit der Liste? Wäre immer noch nur ich drauf. Was für eine Liste? Liste, die nach dem letzten Vossanas Flug gemacht hat. Also ich flieg gerade nach Look 10, wollte ich nur mal sagen. Was willst du da? Abbaugebiet gucken. Ja, Kopfgeld wäre weitaus lukrativer. Ich habe mein Gear nicht benutzt, ich habe gelesen, Jordi. Weil mir lauter Leute nebenbei schreiben. Was? Leute schreiben mit dir? Ja, ich weiß auch nicht, was die wollen. Ich merke schon, ich werde alleine gelassen. Hast du verdient. Namen zu ihrer... Ich hab nicht über die Liste nachgedacht. Jetzt ist die Frage, hat der überhaupt Abbaugebiete? Nein, natürlich nicht. Ach verdammt. Wirtschaft und Industrie. Der hat anscheinend will ich keine. Weil ich schon wieder echt scheiße finde. Look 11 ist noch weiter weg. Eine Kopa, du kommst mir nicht hin. Freelancer, gibt's da einen Schwarzmarkt auf der Station? Kann ich sagen, sobald ich angedockt bin. Hier wird aber viel geschrieben. Geht so. Im Moment eigentlich kaum. Die Leute überlegen sich, ob sie sich schlafen legen sollten. Ja, besser ist, ne? Ist ja auch schon spät. Im Ballanden Gateway gibt es einen Schwarzmarkt. Ist doch gerade erstmal 10. Ballanden Gateway, das ist bei Look 4. Also laut Internet. Mehr als jetzt bei uns. Übrigens, ich habe vor kurzem mal so getestet, man kann den Spieler ohne Konsequenzen an einer Station zu Tode rammen. Getestet! Was denn? Der war AFK an so einer blöden Station. Das kann ich mal probieren, es war eher so ein Billig-Spieler. War nur eine ASP. Ich wollte schon mein eigenes Schiff zerstören.
Ich lege mich doch nicht mit Schiffen meines Gewichtes an. Das war natürlich das Leichteste, was es gibt. Erst, also Schilde waren weg, bin dagegen geflogen, das ist dann gegen die Station und daran dann explodiert. War interessant. Ja, und der Spieler war total happy. Nö, der war AFK. Also, ja, meine ich ja. Der hat wahrscheinlich gerade, so jetzt starte ich erstmal. Ja, jetzt wollte ich ja gerade mit Elite anfangen. Und jetzt gehe ich erstmal nochmal schön auf Toilette. Und wenn ich zurückkomme, dann geht das Abenteuer los. Komm zurück, sie sind zerstört. Nachdem seine Mutter hat gesagt, sie soll zum Essen kommen. Ja. Naja, somit hat er eine wichtige Lektion gelernt. Dock vorher an. Oder lock dich halt einfach aus. Dock vorher an genügt nicht. Man sollte den Hangar betreten. Ich habe schon jemanden tot gerannt, als er auf der Station war. Ich? Ja, hier. Na lol. Genau zu sein, 3 Spieler habe ich schon jetzt auf dem Gewissen. Wie sieht es bei euch aus? Ich töte keine anderen Menschen. Nur 2. Viel mehr, weil ich Pirat noch nicht betrieben habe. Ach, Speck war ein 4. Einer hat mich angegriffen. Wegen 100, nee, 300 Kopfgeld. Ja, eben. Jemand an. Das hatte ich auch. Geschwader wird. Achso, der verlässt das Geschwader, glaube ich, gerade bei mir, weil ich so weit weg bin von euch. Bist du sicher? Das Geschwader wird bei mir gerade geschlossen, anscheinend. Nein! Nee, ich kann. Irgendwas passiert, ich kann euch auch nicht mehr wieder einladen im Geschwader. Nein, jetzt ein. Irgendwie hängt der Server, bei mir steht noch Geschwader wird. Nix weiter. Jetzt weg. No, ja, das Geschwader wurde aufgelöst. Warum tust du sowas, Bruce? Ich hab das nicht gemacht. Ich lade euch schon wieder ein. Übrigens, es gibt keinen Schwarzmarkt hier. Ja, ich hab ja einen. Dankeschön. Trotzdem. Jo. Freelancer ist AFK, wegrammen! Tötet ihn! Angedockt! Genau, wo ist. Und im Hangar, sicherer geht's nicht. Ja, seid ihr das? Station zerstören! Da dock, dann dock ich sogar ab und schau mir das mit an. Theoretisch könnte man irgendein unabhängiges System fliegen und mal Station zerstören. Ich hab mal aus Versehen einen Spieler vor der Station angeschossen, weil. Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Die Station hat 5 Sekunden gebraucht. Ich habe das auch gemacht. Ich hatte, wollte einen scannen und hatte noch eine Waffengruppe mit drin. Genau so. Und hat dann einmal geschossen und dann die Station hat mich. Ja, wo ich dann, wie schon gesagt, wollte eigentlich nur scannen, aber ich wollte dann noch umkriegen, wo ich mal geschossen habe und eh schon so gut wie tot war, wollte ich noch mitnehmen, aber hat nicht geklappt. Oh, oh. Mehr. Hier gibt's leider nirgendwo Abbau. Gebiete. Dum, dum, dum. Könntet ihr ja theoretisch über Anfangssystem einfach random Leute rausziehen. Ja, genau, Sidewinder. Sidewinder, da kommt einer so. Die freuen sich. Erstens, das kostet denen nichts, weil wir die abschießen. Zweitens, das kostet uns nur Geld. Das ist totaler Quatsch. Aber warum nicht? Ich wüsste nicht mal Anfangssystem, wie das nochmal hieß. Ich auch nicht. Weiß ganz näher davon, weil ich steht nämlich ein Schiff auf der Rumpel. Oh, naja, wisst ihr was? Lösch einfach deinen Account, dann weißt du, wo es ist. Ach, ich kann ihn auch zurücksetzen. Mach dein Schiff kaputt und kannst nicht bezahlen, wenn ich. Obwohl, ich glaube, man spawnt bei der letzten Station, an der man drauf kommt. Ja, wenn man die neue Sidewinder kauft, startet man im Startgebiet. Ja, wieder umbringen. Mein Rang vom Imperium ist weg. Dabei hatte ich doch schon einen, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, du hattest keinen. Ach. Nee, das war der Föderation. Lügner. Du hast gedacht, du hattest einen, aber du hattest keinen. Ist der Breit weg? Hä?
Breibein irgendwas, wie er hieß. Die drei beiden. Achso, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall jetzt einfach verschwunden. Also das Zeug, was der Transporter an Bord hat, ist ein Haufen Kohle. Deshalb lade jetzt einfach mal Hardmore ein. Na, tu's nicht! Oder zu spät. Oh nein! Oh. Ich flieg gerade zum Stern. Weil, dann guck ich mal, was an der Nav-Boje so ist. Ich muss auch gleich was zu trinken nochmal holen. Ich glaube, genau jetzt. Namen Sheldor. Warum wurde mir das im eigentlichen Chat nicht angezeigt? Bestimmt zu Tode geschossen. Oh Mann, ey. Dann kommen wir vorbei. Bla bla, Technik, bla bla bla, die begeistert, bla bla. Und wieder weg. Mit dem Technologietypen kann man auch nichts machen, ne? Man kann ihn nur abschießen. Doch, wenn du Computer hast, kauft er die Idee ab. Ah, okay. Also die Computer von ihnen einkassieren und dann kannst du beim nächsten die Computer verkaufen. Da hab ich meinen Computer auch gekauft. Genau so. Puff, du solltest langsam fliegen, wenn du Signale dingst. Ja, ich bin aus Versehen jetzt gerade auf dem Speed gekommen, weil ich kurz eine Nachricht beantworten musste.